Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator, Folge 162 müsste das mittlerweile sein. Lange, lange ist her. So. Let's go. Ach ja, schon Level 28. Ich weiß gar nicht, bei ATS sind wir dann nicht bei Level 30? Warte, irgendwie so. Oder auch 26. Ich weiß gar nicht. I don't know. Irgendwas so in dem Bild auf jeden Fall. Fertig zum Losfahren. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Wann dreht sich die Windräder langsam? Heieiei. Oh, ein Blitzer. Level 29. ja, ist gut. Ja, stimmt. Ich glaube, wir haben genau Level 30 erreicht. Letztes bei RTS war genau, da haben wir das letzte Ding genau voll bekommen. Irgendwie so war das doch. Ah, nein, Moment. So. Machen wir. Ich glaube, wir gehen jetzt mal bei uns in der Garage pennen. Und dann nehmen wir uns mal einen schönen Auftrag bei uns. Mit unserem Auflieger mal wieder. Mit unserem LKW. Mit Herr Bauer. Fahren wir mal hier vorne rein. Nice. So. Dann schauen wir nochmal, was wir hier Auftragsangebot, Frachtmarkt, was wir von Laiti aus liefern können, so alles. Dosenrindfleisch. Achso, ist ja immer mal hier. So. 35k. Wow. Ja, ich meine. Moah. Da oben. Na gut, da oben waren wir schon überall. Das heißt, das können wir zwar machen, aber. Ich will, wie gesagt, eher hier unten so ein bisschen versuchen, lang zu kommen, aber ich glaube mal.
haben wir nicht so viel Glück, kann das sein? Oh. Doch, das ist genau nach dem, was wir machen wollen. Na dann, let's go. Pflaumen. Okay, wir fahren los. Nice. Wow. Das war gerade ein bisschen sehr, ja, finde ich auch. Ist ja eigenes Reich, Frachtmarkt. Hm, ja doch, Pflaumen, genau, 16 Tonnen. GG. Was? Was? Achso. So laut. Zeit zu gehen. Für mich auch. Lass hier bloß abbauen. Alter, wie er diese Steigung immer noch anzieht mit 16 Tonnen drauf. GG. Also 16 Tonnen Ladung. Das ist ja noch ein bisschen mehr. Och nö.
biege nach links ab.
überhöre oder lass es. Ich muss hier gleich da links. Sorry. Danke. Ah, sie nennt das Section, Alter. Holy moly. So viel Betrieb hier. Wow. Was? Wer hat das schon wieder versagt? Oh, 5000 Euro, wollt ihr verarschen? What the fuck? Dude? Dann bleibt einfach still und warte, bis du deinen Auftrag findest, du Affe. Du musst ja nicht zurückfahren. Also nicht sofort. Ah, nur so Sohn. Wenn ich den erwische. Aus dem mache ich Sushi. Mein armer Auflieger. So eine enge Kurve, ey. Rechts halten und dann bleiben Sie immer geradeaus.
immer geradeaus und dann rechts abbiegen. Was labert die? Biege nach rechts ab. Was labert die? Ach, jetzt kommt da jemand. Oh mein Gott, Alter. Wer hat dir wehgetan? Hm? So, wir müssen da mal runter, ne? Wow. Ah, gerade ewig gebraucht zum Laden, ey. Holy shit. Okay, lass uns eine neue Route finden. Why? Wir hatten doch eine. Mädel, was ist los mit dir heute? Hat du viel gesoffen? Oh, ne, es regnet. Auch ein Mayen. Das sieht aus wie Pisswetter, oder? Ja, ein bisschen gräulich, aber... es pisst. Oh, ne, wir fahren zurück. Tschüss, kein Bock mehr. Lalalala. Ach, was ein Dreckswetter, ey. Jetzt müssen wir 500 Kilometer in diesen kacken Pisswetter fahren. Gib mir wenigstens eine von diesen kacken Westen da. Hä, was? Was zeigt der im Spiegel? Digga. Ah, naja, never mind, okay, let's go. Das ist kein schönes Wetter. Ja, bitte eine ohne Regen. Machen Sie eine Kehrtwende. Wo bin ich hier? Was? Seitdem wir beim anderen Hafen eingefahren sind, labert die nur noch Müll, die Alte. Was ist los mit der? Bitte machen Sie eine Kehrtwende. Boah, Alter, wie wir hier wegrutschen, Alter. Alter, mein Fahrschulschritt-Tempo. Goddammit. Biege nach links ab. Biege nach links ab. Was ist das? Die grün? Nee. Sieht ja original so aus, als wenn es grün leuchten würde. Ich eigentlich bin nicht, da bin ich ein bisschen zu weit gefahren. Oder ist rot, also müsst ihr gleich grün werden. Ist doch kein Unterschied. Eigentlich wollte ich hupen. Rechts halten. Dann bleiben Sie immer geradeaus.
geradeaus. So. Dann sollte das für die Folge sein. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge dann wieder. Bis dann.